Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2017 Let's Play. Wir sind auf der Winterberg in unserem Tierenproduktionsspecial. So, mal ganz kurz eine Übersicht schaffen. Wo sind wir denn? Wo stehen wir denn? Die beiden Jungs könnte ich im Prinzip, glaube ich, hier ansetzen. Auf jeden Fall muss der... Okay, der war wahrscheinlich gerade am Drehen, als ich ihn dann ausgemacht habe. Nicht ganz so praktisch. Boah, es sieht aus, als wenn wir mit ihm erstmal eine Runde losfahren würden, um den Drescher leer zu machen. Ich glaube, das hört sich gut an. So, machen wir uns mal auf den Weg dahin. Drescher ist ja auch voll. So, und schon läuft das Ganze. Wollen wir mal gleich in den Drescher umsteigen. Entschuldigung. So, okay. Ich würde sagen, wenn das leer ist, setze ich ein kleines Stück zurück und dann sage ich am nächsten Wegpunkt starten. So. Die Sache hatte ich noch einprogrammiert. Wir hatten ja den Kurs hier gespeichert gehabt. Ne? 13 Dreschen. Deswegen hat er auch den Part hier noch. So, es ist ja leer. Bleiben wir ein Stückchen zurück. Rohr rein. So, dann sage ich am nächsten Wegpunkt starten. Er geht nach unten. Das ist schon mal gut. Er fährt aus, weil er sieht, neben mir ist was. Und er macht weiter. Sehr gut. Den Anhänger können wir ruhig stehen lassen. Da ist wieder voll Frösche heute. So, das gute Stück hier mal an. Gucken wir mal, wie das Ganze überhaupt aussieht gerade. Bodenbeschaffenheit. Ja, das ne? Muss nicht gepflügt werden. Dann sind wir mit dem Grubber hier genau richtig. Das passt doch alles. So, klappen wir das gute Stück mal aus. Schauen wir mal, hatten wir hier irgendwas gespeichert? Die 13 Grubbern 390. Ja, haben wir. Siehst du, passt auf die Faust aufs Auge. Dann würde ich sagen, stellen wir mal hier hin. Sagen, am ersten Wegpunkt starten. Und einstellen. So, jetzt klappt das, glaube ich, erst zusammen. Dann fährt er ein Stückchen vor und dann klappt das auseinander und dicht los, wenn ich nicht täusche. So, da jetzt hier ein Vorgewende fährt, werden wir ihn gleich wohl einmal anhalten müssen. Glaube ich, oder? Ich muss mal gucken, wie weit das hier war. Weil er soll uns ja natürlich nicht die Ernte da hinten wegmachen, ist klar. Deswegen bleiben wir mal ein bisschen am Traktor. Da fährt das gute Stück. Oh, ich sehe auch gerade was. So, der wäre auf jeden Fall im Weg. So. Und entlassen. Am aktuellen Wegpunkt weitermachen. Das machen wir da gleich draus. Gucken, ob das schon die letzte Bahn ist, die er hier dreschen wird. Ich glaube, er kommt noch eine. Ja, er fährt nochmal zurück auf jeden Fall, oder? Ja, tut er. Gut, so, dann wollen wir mal gucken. Was ist denn mit dir hier los, mein Freund? Was haben wir denn hier Schönes gemacht? Das ist die 12. Wir sind am Sehen. 92 passt. Da bist du. Aktuellen Punkt weitermachen und Glück haben und... Okay, bricht jetzt keiner ab. Aha, er fängt also an, im Kreis zu fahren. Ganz toll, das hatten wir mit dem Drescher, aber mit dem anderen auch schon mal. So.
die Richtung muss er jetzt hier fahren. Jetzt sage ich dann zu ihm mal, er soll hier. Am nächsten Wegpunkt weitermachen, einstellen. Ja, siehst du, das klappt auch. Das ist doch wunderprächtig. Dann hau das Zeug immer raus. So. Der Mähdrescher gleich zurückkommt und dann fahren wir hier ran zum zum Abladen und dann machen wir ihn vorne wieder an und dann sind wir erstmal wieder am Start sozusagen. Können wir den guten Soja noch in die Sojamilchproduktion schmeißen und dann können wir mal gucken, was wir schon verkaufen können oder rumfahren können. Ich klicke hier einmal durch. Ja, noch genug Treibstoff drin. Ah, okay, er könnte Treibstoff vertragen. Weil bevor wir dann mich mit dem Tankwagen, mit dem selbstgemachten Biodiesel durch die Gegend fahren, können wir nämlich auch an diesem Tankwagen, das ist an dem Shell-Tankwagen das Besondere, nämlich auch tanken. Das ist auch eine fahrbare Tankstelle. Ja, da haben wir unsere Fahrzeuge auf jeden Fall alle wieder voll. Das ist dann sinnvoll, behaupte ich. So, dann hüpfen wir mal in den Drescher. So. Ja, du bist fertig, das wissen wir. Das machen wir auch zu. So, schon mal das Rohr rausholen. Oh, Lackschaden schon wieder. Sachen gibt es, die ich hier mache. So. Und aktuellen. Machst du das? Raffst du das? Ohne dir weh zu tun? Ja, gucken, ob er jetzt die Kurve kriegt. Traumhaft. Als hätten wir es so geplant. Der sieht wie wild. Das ist ja auch super. Ja, drehen wir schön gemütlich in der Runde. So, dann würde ich jetzt sagen, als erstes fahre ich da mal den Drescher weg, weil der hat auf jeden Fall jetzt Feierabend. Er macht jetzt ein Wettrennen zusammen mit dem Grubber da vorne. Ah, ist ein kleinen Tick schneller. Wird auf jeden Fall die Kurve überleben und eher vom Feld kommen, glaube ich. Das große Rennen. Und. Geschafft. Yay. Ja, auf kleinen Feldern sind kleine Drescher toll. Vor allem, wenn du auch mit den Dreschern zurückfahren kannst, dass sie nur normale Straßenbreite haben, sozusagen. Das ist auch traumhaft. So. Die Produktionsparty gucken wir uns dann gleich mal an. Können wir auch mal bei den Tieren gucken. Ich weiß gar nicht, was wir noch so alles machen müssen überhaupt. Kaum ist was ein Tag her, schon weiß ich nicht mehr Bescheid. So, Tierfutter hatten wir auf jeden Fall letztes Mal gemischt. Unsere wunderbaren Mischhäufchen sind da auch. Silage, Stroh und Heu. So wie das sein muss. Da ist ein einziger Kleckereffekt, das kann man tolerieren. Dann ist der Viehtransporter. Bei den Kühen sieht es auch relativ sauber aus. Schon haben wir das gute Stück eingepackt. So, die beiden drehen ihre Runden. Ah. Ha, warum habe ich ihn jetzt ausgemacht? So, da haben wir ihn. Dann gucken wir mal. Hier geht die Vermutung, dass wir das Rennen hier auch gewinnen. So, Soja. Soja geht in die gute Sojamilchfabrik. Mal gucken, was denn hier überhaupt Sache ist. So, Soja-Anlieferung ist hier außen. Ja, da müssen wir hin. Genau richtig. Produktion steht, weil Soja fehlt. Okay, alles andere ist
Da gucken wir mal. Ja, 9000 Treibstoff, 73.000 Wasser, ist alles super. Dann dürfte das jetzt in diesem Moment hier wie wild anspringen. Oder können wir gleich, wenn die. Es dauert ja mal ein, zwei Minuten, bis das Ganze reagiert, ne? So, man soll eigentlich nicht vorspulen, wenn man Helfer laufen hat, aber ich werde jetzt ausnahmsweise mal hier einen kleinen Schubs geben. Ja, da haben wir es. Da ist der erste Produktionsschubs gewesen. Ja, wir haben Schweinefutter schon dabei, das läuft langsam. Milch ist da, Gülle ist da. Das ist doch schon mal gut. So. Dann nehmen wir mal dich. Fahren den hier erst eben kurz weg. Schrank auf, Dankeschön. So, den hake ich hier mal aus. So, dann wollen wir mal kurz im Shop hier gucken. Wir wollten ja auf jeden Fall Gülle und Mist haben wir ja denn ja theoretisch gesehen. Uns fehlt dann der eigene Dünger. Da wollen wir mal gucken. Düngerproduktion hatten wir doch bestimmt. Da 90.000. Also da müssen wir noch ein bisschen was für tun, dass wir das gute Stück setzen dürfen. Aha. 90.000 für die Düngerproduktion. Naja, gut. So, ihn habe ich ausgehakt. So. Dann können wir jetzt mal gucken. Ne, unser Güllefass haben wir hier. Jetzt gucke ich erstmal mit dem Treibstofffass, ob wir Treibstoff schon drin haben. Wenn nicht, lasse ich das Fass dann nämlich erstmal einfach nur stehen. So. Ja, auch wenn er ziemlich schmutzig ist, der kleine Klaas bringt das einigermaßen, muss ich sagen. Was so ein paar PS mehr ausmachen, ne? Bisschen neuere Technik und schon flutscht das Ganze. Also nicht, dass ich was gegen die alte Technik hatte. Ich fand den John Deere gut, muss ich sagen. Sonst würde ich ihn nicht immer wieder mal ins Gespräch einführen. So. Da blinkt was. Warum blinkt denn hier was? Ja, cool, ist die Anzeige angegangen. Okay. Also wir haben Raps. 8000 Liter drinne. Futter 6200. Biodiesel. Aha, ist da. Wunderbar. Und Gärreste. Ja, das war eine schöne Gesamtübersicht. Mir war die Anzeige vorher gar nicht aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Gut, gut. Also, wir werden mal den Biodiesel hier wegholen. So. So muss das, glaube ich, klappen. Gucken. Ja. Den werde ich jetzt aber nicht gleich in den Verkauf fahren und auch nicht komplett in die Sojafabrik reinschieben, sondern den stelle ich gleich erstmal auf dem Hof hin und da können erstmal die anderen Fahrzeuge dann dran tanken. Ne? Hauptsache, die haben dann erstmal, sind alle erstmal wieder versorgt, weil der eine New Holland haben wir ja gesehen, der hat ja schon einen guten Verbrauch gehabt. Ne? Okay, der Dieselpart muss eh hier rein. So. Nicht erschrecken, was ich hier mache. Ich hänge ihn nämlich hier aus und weiß nämlich, dass er hier rein muss. Und ich kann jetzt immer noch ranfahren, die Milch da abzuholen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob einer von euch das geschrieben hatte, aber ich glaube ja. Aber hier die Vermutung, dass die Milch der Kühe immer noch automatisch verkauft wird. Meine ich. Guck mal, obwohl hier
kein illegaler Milchverkauf steht. Das müssen wir mal ausprobieren, ob wir hier Milch abholen können. Und dann nicht nur da, sondern auch die Sojamilch abholen können. Und ob man die auch gleichzeitig in einen mit der normalen Milch mischen kann. Sprich, ob die normal die Gesamtmilchverkauf machen oder ob die echt Sojamilch extra haben. Was läuft da beides unter das unter Milchzeichen? Ach Gott. Ich wollte die Milch schon mit dem Güllewagen abholen. Quatsch ist das denn? So. Gut. Ja, dann testen wir es jetzt erstmal an, ob wir hier an den Träger rankommen. Gucken, ob ich hier so ranfahren kann. Sollte vom Anschlusswinkel wahrscheinlich gehen. Auffüllen. Ja, da kommt Milch. Na super, also ist sie doch nicht so verkaufbar anscheinend, sondern wir haben die gute Milch hier drin. 3900 Liter. Okay. Das ist Mist, das ist ja nicht so riesig. Gülle 2700. So, drehen. Oh, Quatsch, ich muss gar nicht drehen. Ich hätte abbiegen müssen. Wir können ja auch von hier einmal durchfahren durch die Produktionsstätte. Das geht ja auch, ne? So. Wir brauchen das hintere Tor hier. Einmal schön über die Wiese knattern. So, hier rein. Hier ist der Benzinpfad. Den wollen wir nicht. So, aber hier ist die Milch beladen. Ja, also man kann Sojamilch und normale Milch wahrscheinlich in echt nicht, ne, logischerweise. Aber hier kann man es wohl mischen. Da dürfte ja vielleicht schon gutes Geld bei rumkommen. Bin ich ja mal gespannt. Ja, fast 16.000 Liter. Das ist doch schon mal schön. So, den Milchverkaufsträger. Der ist da oben. Okay. Da setze ich mir mal einen Marker hin, damit ich den Weg finde. So, ich glaube, ich muss über den Hof auf jeden Fall trotzdem rausfahren. Glaube ich, meine ich. So. Ja, auch damit zischt er gut durch. Das ist doch gut. So, dann wollen wir mal. Da hinten ist der Marker. Da haben wir schon mal eine grobe Orientierung, in welche Richtung wir müssen. Ne? Entschuldigung. So, gut. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal zusammen hingefahren sind. Ich glaube eigentlich ja nicht. Oh, ich eier hier auch schon wieder rum wie so ein Weltmeister. So, hier kann er seine vollen 42 km/h ausspielen. Das ist ein Momentchen hin, ne? So wie es aussieht. Schön Kante lang hier. La la la. So, eiern wir ein bisschen rum. Ja, aber dann würde ich auch schon wieder sagen, dass das für diese Folge schon wieder war. Die Milch verkaufen werden wir dann gleich am nächsten Tag morgen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich auch freuen, wenn ihr dann morgen wieder mit dabei seid. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, danke fürs Abonnieren, danke fürs Liken, danke fürs schon getan haben und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.